Das ist der Vorteil der Technologie, dass sie unabhängig, sage jetzt mal, der Staatsgrenzen funktioniert. Und man kann in Sekundenschnelle in Kontakt treten, ohne dass man einen zeitlichen Aufwand mit einem zeitlichen Aufwand konfrontiert wird oder sonst irgendwie kontrolliert wird über ja, sage jetzt mal, Check-ins und so weiter und so weiter. Das Riesenproblem sehe ich persönlich darin, dass wir alle von Effizienzsteigerung sprechen. Klar, die Menge an Videokonferenzen, die Fokussierung auf die Themen. Die Frage ist, ob wir weiterhin auch effektiv arbeiten. Denn ich persönlich muss sagen, ich verbringe so viel Zeit in Videokonferenzen, die nützlich sind. Aber es muss sich auch die Frage stellen, natürlich, ist es denn effektiv? Also dieser Switch in den Online-Bereich zu jedem Thema, mit jedem Menschen, zu jedem gegebenen Anlass.